Wir bleiben bei zwei Kufen. Es ist ein bisschen, als ob man auf einem Katapult sitzt. So beschreibt einer, der es wirklich wissen muss, das Segeln auf einem Katamaran. Der Bremer Jörg Gosche ist einer der besten deutschen Kattsegler und er war sogar bis Mitte des Jahres amtierender Europameister. Inzwischen ist er in Frankreich in Segelkreisen eine Prominenz, denn er fährt inzwischen für ein französisches Team und die segeln nicht nur bei Rennen mit, sondern sie veranstalten auch regelrechte Segelshows mit halsbrecherischen Knalleffekten. Und so erlebte Jörg Gosche in diesem Jahr zum ersten Mal innerhalb von 2 Tagen 2 Mastbrüche in den Riesenwellen der Bretagne. Volker Kölling hat den besten deutschen Katamaransegler auf See und an Land begleitet und führt sie nun durch ein spannendes Segeljahr auf ziemlich wackeligen Kufen. Segeln, Speed pur. Wenn dir das Segeln auf einem Rumpf irgendwann zu langsam geworden ist, musst du deinen Sport auf 2 oder 3 Rümpfe stellen, um wieder den Kick zu kriegen. Der beste Bremer Segler hat sich für Rennkatamarane entschieden. Mein Name ist Jörg Gosche, bin 48 Jahre alt. Segeln ist meine große Leidenschaft. Das mache ich schon seit ich 6 Jahre alt bin das erste Mal und Regattasegeln eigentlich seit meinem 12. Lebensjahr. Größte Erfolge, 3-mal die Kieler Woche gewonnen, Europameisterschaft 2003 und diverse deutsche Meisterschaften. Und ich wäre schon gern nochmal Weltmeister. Okay, und klar. Der Bremer Jörg Gosche segelt in diesem Jahr mit mehreren Partnern. Und der hier ist in der Seglerszene auch kein Unbekannter. Ich heiße Andreas John, bin 45 Jahre alt. Und habe mich jetzt mehr oder weniger spezialisiert auf Katamarane und größere Schiffe. Gewonnen habe ich Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, bin in verschiedenen internationalen Klassen deutscher Meister geworden. Höhepunkt war sicherlich Teilnahme an den Olympischen Spielen in Sydney, allerdings als Segelcoach. Jörg Gosche hat in diesem Jahr beim französischen Pro-Team angeheuert. Das Ziel? Festsetzen unter den Top 10 der Weltrangliste. Das extra spektakuläre Events, organisiert von den französischen Sponsoren. Im April geht es nach Südfrankreich in die Camargue. Le Saint-Marie de la Mer, Garantie für Starkwind und eine malerische Landschaft. Der von den Bergen herab pfeifende Mistral prägt an der Rhonemündung die Landschaft. Ein idealer Ort für eine ganz spezielle Rennstrecke. Jörg Gosche testet sie mit seinem Sohn Arne. Die Speedfreaks aus der Surfer-Szene haben eine Highspeed-Strecke sich gebaut, künstlich. Und wir hatten die Gelegenheit, darauf zu segeln mit Katamaran. Das war das erste Mal, dass es diesen Versuch gegeben hat. Die Cuts sollen hier den Geschwindigkeitsweltrekord brechen. 4 bis 5 Mal am Tag jagt allein das Team Gosche über die Rennstrecke. Immer abwechselnd mit den Kollegen vom Pro-Team, Segelprofis aus Frankreich und den Niederlanden. Alle gehen sie ans Limit und manchmal drüber weg. Das ist irgendwie so ein Gefühl, als wenn man auf so einem Katapult sitzt. So, man merkt irgendwie, es wirkt eine Kraft, der man sich nicht entgegenstemmen kann. Gut, man versucht sich irgendwo festzuhalten, aber irgendwann kann man es nicht mehr halten und dann macht man so einen richtig schönen Abgang. Auch die Kollegen kommen hier zu ihren Katapultfreiflügen. 5-mal kentern die Cuts insgesamt. Besonders hübsch der Überschlag des französischen Duos, nachdem ihr Cut sich mit den Kufen in die Welle gebohrt hat. Das Problem ist, dass dieser Kanal nur 25 Meter breit ist und das Ergebnis ist, dass man mit unserer Art von Katamaran auf dieser Strecke keine Rekorde brechen kann. Der Katamaran, der da einen Rekord bricht, der müsste vielleicht noch erfunden werden. Gosches kommen auf der kurzen, schmalen Bahn auf immerhin 21,5 Knoten und 40 km/h. Auf freiem Wasser haben sie schon fast 50 Stundenkilometer geschafft. Der Golf von Morbihan, Aradon, 1400 Kilometer entfernt von Bremen. So sieht es aus, wenn Franzosen ihrem Volkssport Nummer 1 nachgehen. Über 200 Katamarane sind zur Katagolf 2005 gemeldet. Und das Mitte Oktober
wenn die Boote in Deutschland schon vom Wasser verschwinden. Weltklasse-Segler treffen hier auf Anfänger. Die Szene ist jung. Jörg Gosche geht hier zum ersten Mal an den Start. Das Revier ist schön, aber tückisch. Der zum Atlantik offene Golf hat Strömungen von bis zu 8 Knoten. Alle 6,5 Stunden schießen hier gewaltige Wassermassen hinein. Die Flut läuft in Aradon 6 Meter hoch auf. Mitfahren ist relativ einfach. Wenn wir mit der Strömung Fahrwasser runterfahren, dann müssen wir einfach sehen, dass wir in der Mitte sind, wo es tief ist und wo der Strom uns ordentlich schiebt. Und auf dem Rückweg dann wieder hoch, da müssen wir uns natürlich an den Rändern halten. Und jeder Schlag zu weit in den Strom, der kostet richtig Meter. Und da wäre es natürlich schöner, wenn man das hier schon mal gemacht hätte auf dem Revier. Auf der anderen Seite kommen wir von der Weser und sind das so ein bisschen gewohnt, Strömungssegeln. Um 10 muss Gosche zum Skipper-Briefing. Am Strand gibt es auch die Tagesration Proviant und vom einheimischen Kollegen Tipps, wo es lang geht. Der Golf ist voller Inselchen, Klippen und Seezeichen, die genau nach Anweisung abgefahren werden müssen. Startversuche am frühen Nachmittag. Schwachwind. Das Team Gosche-John drängelt sich am Startschiff vorbei, um eine gute Position zu ergattern. Der größte Vorteil bei dem Start war im Grunde, dass wir gleich wenden konnten und schön mit freiem Wind aus dem Feld rausfahren konnten. Ja, wir haben uns auch den Weg aussuchen können. Wir waren immer im Strom und hat uns förmlich rausgesogen aus der Bucht und das war einfach der große Bringer. Eine Gruppe von 5 Booten hat sich schnell vom Feld abgesetzt. Jörg Gosche und Andreas John sind ganz vorn dabei. Doch dann müssen die Deutschen ein französisches Boot passieren lassen und der Grund dafür ist kein technischer Defekt. Das Problem war eigentlich, dass das eingetreten ist, was wir befürchtet haben, nämlich wir wissen nicht genau, wo es lang geht und sind plötzlich Erster. Und dann fängt die große Unsicherheit an, kontrolliert vor allem hin. Genau. Dass wir einen passieren lassen, der uns zeigt, wo es hingeht und ihn letztendlich dann verfolgen, aber ihm nicht so einen Vorsprung lassen, dass wir ihn nicht mehr einholen können. Mit über 30 Minuten Vorsprung vor dem Hauptfeld kommen die ersten Boote nach 5 Stunden ins Ziel. Die Aufholjagd klappt nicht. Die Franzosen verteidigen ihren Vorsprung. Jörg Gosche bleibt der zweite Kurz. Dafür gibt es eine Uhr und einen Seesack. Reich wird man als Weltklasse-Kattsegler nicht. Das Geld vom Sponsor reicht für die Reiserei und das Material. Seine Existenz sichert Gosche mit einer kleinen Baufirma. Und auch hier verwandeln sich die Segler in Handwerker. Abtakeln und den Mast legen schaffen die beiden binnen einer halben Stunde. Die Reiserei bringt Routine. Es ist eine Art Wanderzirkus auf jeden Fall. Und die Akteure sind immer die gleichen. Dieselben Segler, die wir also hier getroffen haben, die treffen wir auch nächstes Jahr in Südfrankreich bei der Weltmeisterschaft. Noch am Abend geht es weiter zu einem einmaligen Event. Der Sponsor will Show und spektakuläre Bilder für die französischen Sportsender. Das Ziel, La Torche. Knapp 2 Autostunden weiter im Norden, da wo die Bretagne noch ein wenig rauer als anderswo ist. Es geht vorbei an Häfen voll mit Booten, tief versteckt in Flussmündungen. So sieht es an der Küste aus. Paradies für Champions nennt sich La Torche gerne und meint damit die Profisurfer, die aus aller Welt hierher kommen, wo Riesenwellen täglich garantiert sind. Baden ist hier verboten. Gerade erst kam hier ein Wellenreiter ums Leben. Und jetzt sollen zum ersten Mal Katz in diese Waschküche, da wo der Atlantik nach 3000 Meilen Anlauf auf Felsen geradezu explodiert. Ich kann mir das vorstellen, dass so bei den Surfern hier, dass sie halt in so einen Rausch kommen. Und es ist einfach ganz offensichtlich, dass hier vorne neben der Hook sind einfach die besten Wellen. Und wenn man halt es immer tougher haben will, dann fährt man immer näher ran. Von einer alten Flakstellung aus bekommen die Kattsegler den Überblick.
Einheimische Surfer geben dem Pro-Team Tipps, wie sie mit den Wellen umgehen müssen. Der Teamchef weiß, dass das hier sehr ans Limit gehen wird und hat entsprechend in Sicherheit investiert. Die Sicherheit wird von uns sehr streng kontrolliert, von speziellen Rettungskräften unserer nationalen Wasserwacht. Sie alle haben viel Erfahrung beim Einsatz der Jetskis in den ganz großen Wellen. Zum ersten Mal in ihrem Leben tragen die Segler Sturzhelme auf dem Wasser. In der ersten Stunde auf dem Wasser gewöhnen sich die Segler langsam an das Revier. Dann tasten sie sich immer weiter in Richtung Brandung vor. Gosche geht als erster ganz nah ran an den Strand. Was dann kommt, ist der Albtraum jedes Seglers. Erst kippt der Cut, dann zerstören die Wellen den Mast. Wie war das denn in dem Moment, als es passiert ist? Ja, einfach unheimlich spannend. Ich wusste nicht, was passiert. Und angespannt und abgewartet, was jetzt als nächstes kommt. Und das Gehirn ratterte schon, was muss ich jetzt tun, um mehr Schaden abzuwenden. Aber gegen diese Wellen hatten wir überhaupt gar keine Chance. Da ist so viel Macht drin, so viel Power drin. Das läuft einfach über dich drüber weg. Das hier bedeutet Nachtarbeit für das Team. Am nächsten Morgen soll es wieder hinausgehen. Jörg Gosche geht schon mal die Ersatzteilbestellung durch. Also im Grunde genommen, wenn ich jetzt mal so einen Schnelldurchlauf mache, Mast, Großsegel, Spinnakerbaum. Also es sind im Grunde genommen nur drei Sachen kaputt. Das Boot an sich ist völlig unversehrt. Der Tag 2, die finale Materialschlacht. Das Team Gosche John ist wieder dabei. Nach 20 Minuten bohrt sich der Cut in eine Welle. Später geht das Team mit der Trikolore im Segel baden. Das Boot bekommt zu viel Wind und kippt einfach vom Wellenkamm. Auch die Niederländer erwischt es noch. Die beiden schaffen es aber, ihr Boot wieder aufzustellen, bevor es im flachen Wasser zerschlagen wird. Allerdings sind auch ihre Segel hin. Alle Segler überstehen die Kenterungen unverletzt, aber eins ist sicher, für Brandungssegeln in solchen Wellen sind Cuts nicht gemacht. Am Strand sammeln die Teams die Reste ihrer vormals 17.000 Euro teuren Boote ein. Ich glaube nicht, dass ich morgen nochmal einen Mast hinstelle und nochmal segeln gehe. Nase voll. Eigentlich habe ich jetzt genug. 36 Jahre segelt Jörg Gosche und nie hat er einen Mast geopfert. Die Bretagne kostet ihn 2 in 2 Tagen.